Bam, 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 bam. Und. Komm. Was? Nein, zu tief. So, jetzt. Und töten. Gut. Wir wenigstens gucken, was es da gibt. Aber nix. Das sieht eigenartig. Sieht eigenartig aus hier. Hier gibt's nix. Gut, die waren einfach nur zur Schau da. Gut, ich portiere mich zurück in die Stadt und speichere das jetzt wenigstens ab. Aber es geht gleich weiter, keine Sorge. Sag ja, tschüss, mal schön. Immer diese Gespräche mit dem alten Mann, die gefallen mir doch sehr. Die machen doch sehr viel Spaß. Habe ich das jetzt gespeichert? Nein. Oder doch? Oder doch? Oder 17.3. Gut. Glück gehabt. Da, dub, 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 da, wir haben das Siegel. Ralf Siegel, ich kann nicht mehr singen. Wir portieren uns total falsch, sehr gut. Nein. Indische Musik, ich glaube, ich bin hier richtig. Udludludludl, indische Musik, da oben habe ich probiert, einmal hinzukommen. Achtmal hier oben hinzukommen. Ich lasse es erstmal. Irgendwie, die Grappleclaw hat so ihren Dienst versagt und versaut und alles und ihr habt es nicht gesehen. Echt, das ist ja... Oh. So, mit viel Geld im Gepäck. Wupp. Pollen töten, Eislucks treffen lassen. Zack, zack, und zack, zack, und treffen lassen, danke. Ja, ich hätte es auch schöner machen können, aber ich dachte mir, Alter Lux, was war das? Ja, ein bisschen Diarrhoe oder so, keine Ahnung. So, wir gehen hier den oberen Weg, weil das ist der richtige Weg. Jetzt gehen wir nach links und das ist der kleine Arschklops. Bum, 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 die Musi ist hier total geil. Oh ja, und er trifft mich nicht, denn er ist doch zu schlau für mich. Er trifft mich. Verdammt. So, nach oben. Ey, 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 jetzt sind wir hier, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Gut. So, weil, schöne Sache, ich bin hier hingegangen, weil ich dachte... Genau, weil ich wollte zu diesem komischen... Ding nochmal, wo ich klein werden muss und dachte mir, vielleicht bin ich jetzt ja klein oder so. Und ich bin hier einen falschen Weg gegangen. Moment, was heißt falscher Weg? Ich bin einfach nicht den richtigen Weg gegangen. Ja, also einen falschen Weg eigentlich. Aber, leck mich. So, ich bin hier hochgegangen, bin ich hier hingegangen, so, und dann bin ich hier nach links. Und eigentlich hätte ich jetzt einfach nur die Treppe hochgehen müssen, nicht wahr? Aber ich dachte mir, nö, weiter. So, dann dachte ich so, ach, kacke, okay. Gut, gut, gut. Dann hier so zurück. So, zack, zack, hier springen. Und hab auf einmal da oben das gesehen. Da ist eine neue Tür. Ich dachte mir, was? Also, nee, ich dachte mir so, wow, was? Also, Funk Royal denkt sich nicht einfach nur, was? Das ist viel zu langweilig. Nein, ich habe mir gedacht, wow, was? Gut, und dann dachte ich mir, gehe ich mal hin. Also, klar dachte ich mir, das wäre auch dumm, wenn nicht. Ah, und das war gut. So. Und dann bin ich da so hingegangen. Naja, ich meine, ihr seht ja so, ich gehe hier runter und so. Und das ist jetzt nicht die Nachaufnahme. Nein, das ist völlig neu aufgenommen. Babi, da, wie da. Ich mache hier alles kaputt. Zack, und zack, und tot. So, jetzt warten wir hier. Das drängt mich zurück. Was? Das drängt mich zurück. Was? Nein, die 10 ist vorbei. So, und wir gehen rein. Und? Ah, du wünschst also klein zu werden, ja? Ah, du bist bereits klein. Ich gebe dir aber diese kleine Puppe. Als Beweis, dass du klein bist. Oder beweise nun, dass du klein bist. So, nun soll man also beweisen, dass man klein ist. Und ich dachte mir so, ha, geil, ich habe jetzt die kleine Puppe hier. Wie sehen Sie, kleine Puppe? Und ich dachte so, bam, ich bin klein, alles cool, alles perfekt. Ich bin da hingegangen, wo ich klein werden sollte. Und nichts ist passiert. Also da war immer noch diese scheiß Wand. Diese scheiß Wand. So, was soll man nun also tun, um zu beweisen, dass man klein ist? Wann ist man klein? Wenn andere größer sind. Wer ist am größten? Die Giganten. Jetzt bin ich mal ruhig. Geheimnis gelöst. So ein Scheiß, oder? Man muss sich hierhin teleportieren, damit man klein ist, weil nun der Beweis erbracht wurde, dass man klein ist. Obwohl ich hier bisher schon... oft war. Also, sehr oft. Das ist ein Scheiß. Das hat mich richtig... Also, ich war wieder kurz davor, so aufzuhören, so mit... ich komm nicht weiter, bubidubidu. Aber dann, naja, bin ich ins Land der Riesen... ins Land der Riesen nochmal gegangen und dann war alles Knorke. Aber aufgeregt habe ich mich trotzdem. Richtig aufgeregt. Also richtig. Ich dachte so, ey, was soll das? Aber dann dachte ich wiederum, scheiße, gute Idee irgendwie. Aber dann wieder, nee. Und dann, nee. Und klar! So. Ja, jetzt trifft er mich nicht. Aber mal gucken, ob er jetzt wieder so intelligent ist, sich unter mich portet. Tack, tack. Nee. Oder einfach mal in mich. Toll. Gegner ist mir zu schlau. Halt's nicht aus. So. Zack, nach oben. Ah, jetzt schaffen wir alles. Schön. Jetzt gehe ich auch mal den richtigen Weg. Zack, zack. Wir haben ihn getötet. Ach Quatsch, warum nehme ich nicht mal die Axt? Die Axt ist viel geiler. Meine Lieblingswaffe. Hier, pass auf. Und. Dann macht Spaß. Und nochmal, irgendwo ein Gegner.
So, wir gehen also hier lang, dann gehen wir hier lang und warten, warten, warten. Axt rockt. Einfach mal so ein Gegner mit der Axt töten, ist viel geiler als mit so einer dummen Peitsche. So, jetzt gehe ich auch mal den richtigen Weg. Das ist dann auch schön. Zack, und durch dein Schild durch. Und durch dein Schild durch. Ah, 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 ah. Ich bin dir so mächtig, du bist nix, ich bin alles. Ja, hier lang und... Und nochmal. Ja, Wasser, das lebt ja. Ah. So, nun können wir... Moment. Nein! Ich war zu übermütig. Verdammt. Jetzt gleich. So, Moment, Moment. Ich möchte es aber machen. Gut. Wir gucken hier. Und wir sehen da oben, es ist weg, es ist weg, es ist weg, weg, weg. Ih, die leben alle wieder. Was? Mist. Gut. Ihr habt den Weg freigelassen, das war eure Schuld, nicht meine. Gut, ich bin darüber weg und hier lang und der Gewicht aufgesammelt. Und der Weg ist frei und... Ah, die Frauen fallen runter. Dumme Frauen, dumme Frauen. Ah, so. Ich meine, Entschuldigung, warum fallen da Frauen runter? Wie können die so dumm sein? Das ist doch dumm. Dumm ist es doch dumm. Frauen, dumm, dumm, dumm. So, wir gehen jetzt also hier nach unten und die Beste, die auch noch Flashgranaten nach oben wirft, ein Speer in der Hand hat, ein Wurfmesser, eine Axt, die hat alles, was ich habe und ein Schild. Toll, nicht? Lesen wir mal die Tafel, wenn wir das Richtige ausgerüstet hätten. Zack, 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 haben wir als ausgerüstet, zack, 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 den Glyph wieder ausgerüstet, zack. Ah, woo to ye, keine Ahnung. Wow, an diejenigen, die es bis, die nicht zugehört haben. Oder blöd an die, die nicht zuhören. Ignoriert den Rat anderer. Ihr seid so selbstsicher in euren Fähigkeiten. Ihr seid ein Dummkopf, in dem ihr so weit gekommen seid. Tod zum Dummkopf, Tod dem Dummkopf. Ah, okay, jetzt. Es gibt, glaube ich, wirklich nur diesen einen... Ich weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt, ihn zu töten, weil er heilt sich ja die ganze Zeit. Ich habe Dauerfeuer auf ihn gemacht. So, nehme ich. Ah, oh Gott. So, schön. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ich meine, er macht ja so gut wie kaum Schaden, aber ich stehe einfach nur immer wieder in ihm drin und greife ihn an. So. Ja. Okay. Oh Gott, das macht ja Spaß, nicht wahr? Yo! Er ist tot und dafür ist hier etwas erschienen. Und kein Blut mehr. Keine Jungfrauen mehr. Kein nix mehr. Tut mir das weh? Nein. Aber kaputt machen kann ich es auch nicht. Komische Welt. Egal. Gegner besiegt. Wir können hier weiter und sehen über uns ein Symbol. Ein Symbol, was wir jetzt auch so gleich... Zack, zack. So, erstmal lesen wir den Scheiß hier. Wap, wap, wap. Da ist derjenige, der dieses Tablett liest, ein weiser Mann oder ein Dummkopf. Ich bete zu Gott, dass es ein Weiser, dass er weise ist. Mhm. Weil, keine Ahnung. Zack! Mit dem Todessiegel, was wir davor erhalten haben, können wir den nämlich hier hin, können hier, zack, haben wieder ein Geheimnis gelöst. Na, stimmt, nach oben springen kann ich noch nicht. Gehen hier nach oben und sehen keine Frauen mehr. Keine Frauen mehr, keine Spikes mehr. Alles koscher, alles Roger Rabbit. Und, was haben wir denn da? Es sieht golden aus, es sieht aus nach einem Schlüssel. Es ist doch nicht etwa der goldene Schlüssel. Nein, es ist der endlose Schlüssel. Dippidupidupidu. So geil, ich komme so viel weiter. Aber okay, das habe ich das letzte Mal halt auch gesagt und da bin ich halt auch weitergekommen, wirklich. Aber es hat halt alles länger gedauert als hier. Ich glaube, jetzt habe ich schon ungefähr eine Stunde verbraten in der anderen Version und hier jetzt so ungefähr 20 Minuten. Ich weiß es nicht, mir auch egal, denn wir sind jetzt hier. Du le, du le, du le, du. Coole Musik, was geht ab? Nein, falsch. Das ist richtig, so. Tak, tak. Falsch. Ich dumpert. Tak, tak, tak. Und? Bing, 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 bing. Genau, hier brauche ich nämlich die Axt. Und dafür ist es ein Podestium erschienen. Und das, Fehler. Und das, damit haben wir hier eine Leiter erschaffen. Zack, zack. Holen uns irgendwas, was das war, weiß ich jetzt wirklich nicht. Hier können wir nicht durch, okay. Oh, das war gut. So, jetzt ging es irgendwo weiter. Und der Salamander stirbt. Warum kann ich die, achso, ja. Das war jetzt also, oh, fuck. Krass, so dumm. Und der Salamander, jetzt haut er ab, jetzt haut er ab. Nein, 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 nein. Nee, egal, wir müssen ihn nicht mal töten. Zack. Oh, das Schwert ist so geil. Verdammt. Mist, ich schaff's nicht. So, den geheimen Laden hier können wir noch nicht irgendwie haben. Aber dafür wurde mir auch hier was gesagt, was ich machen muss. Nämlich, da auf der rechten Seite gibt es einen Geheimdings. Und das Geheimdings wollen wir uns jetzt mal geheimdingsen. So, zack, zack, zack. Hier oben die sieben Feen, kein Plan, was damit los ist. Entdecke ich später hoffentlich. Zack. Der Masot und... Ah, dich wollte ich wenigstens auch noch töten. Moment.
Gehen wir so hier hin und jetzt hier hin. Nein, jetzt leben die ja alle wieder. Ah. Gut. Ja, gut. Und, ja, wunderbar. Da ist nämlich der geheime Laden. Oder dieses geheime, das macht mir Angst. Auch noch die Musik. Aber es passiert nichts. Es ist so nicht, it's dangerous to go alone here, Texas. Sondern einfach nur, hallo, ich bin dein Computer, tschüss. Ja, also ich kann wieder gehen. Also mehr nicht. Aber ich wollte es dennoch entdecken. So, eine andere Sache, die ich hier, coolerweise einfach mal, nicht gedacht habe, weil ich es eigentlich in jedem anderen Raum mache, außer in diesem hier. Aber was heißt nicht in diesem hier, aber wir werden es gleich sehen. Ich lasse mich hier runterfallen, bin jetzt hier. Und wir sehen hier also drei, jetzt drei, davor waren es vier kleine Gloobies. Und ich dachte mir, in jedem anderen Raum, ich töte immer jeden Gegner. Nur in dem hier nicht bisher. Und das war ziemlich dumm von mir. Also echt. Das ist so hart, dieses Spiel, aber so geil. Ah, es ist beides. Es ist geil hart. Skat. Keine Ahnung.